Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Hartes Einsteigen hier, gibt zu Recht gelb. Gute Entscheidung vom Schiedsrichter. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Keine andere Option für den Referee. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Und Neymar. PSG mit gutem Passspiel. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Könnte den Konter geben. Was macht er draus? Schöner Pass. Verratti. Der Konter war Weltklasse, der Abschluss eher nicht. Nee, Wolf. Und jetzt werden sie sich natürlich ärgern. Das war eine richtig gute Chance. Gnabry. Da ist der Ball weg. Thiago, schöner Pass. Robert Lewandowski. Er zieht ab. Tor durch Lewandowski. Er ist ein Klasse-Spieler, ein absoluter Weltklasse-Spieler. Unaufhaltsam. Und das hat er hier auch wieder gezeigt. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Und PSG bekommt hier den Freistoß. So, er wird den Ball reinbringen. Und was kann daraus entstehen? Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Thiago. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Gnabry. Jetzt Robert Lewandowski. Da war mehr drin. Es gibt Abstoß. Und nun Marquinhos. Gute Aktion von Thomas Müller. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Lewandowski mit der Chance. In höchster Not bringen sie da den Ball doch noch weg. Und da ist der Ball wieder weg. Kimmich. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Müller. Gnabry. Kimmich. Ist hier immer noch am Ball. Jetzt vielleicht die Flanke. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Da hatte er die große Gelegenheit, aber der Torwart ist da. Gut aufgepasst vom Keeper, eine tolle Parade. Coman. Goretzka. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Schöne Aktion. Und Thiago Silva. Meunier. Nun Angel Di Maria. Ricardo, den muss er was machen. Und da ist der Treffer für Paris Saint-Germain. Icardi macht das Tor. Und jetzt bejubeln sie ihn, jetzt feiern sie ihn. Und womit? Mit Recht, das war großartig gemacht. Vermeintlich klare Führung zur Pause, steht 3:1. Aber PSG hier mit dem Anstoß. Der zweite Durchgang läuft. Die Flanke für Mbappé. Neuer Held war noch im Spiel. Müller. Und jetzt Marquinhos. Icardi. Icardi ist das. Er kann ihn reinbringen.
Da passt der Verteidiger sehr gut auf. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ballverlust Bayern München. Thiago Silva, da stören sie früh. Thiago jetzt. Ja, mit viel Übersicht. Guter Steilpass. Weiter Pass geht zu Thomas Müller. Und das Tor! Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Gueye. Jetzt Neymar. Flanke für die Karte jetzt. Haben wir natürlich schon besser gesehen, keine Frage. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Da bleibt er ganz ruhig und macht das Tor. PSG verliert den Ball. Serge Gnabry. Thomas Müller. Wird da was draus für die Bayern? Müller macht das Tor. Super Aktion. Ist einfach ein Spieler, auf den es immer wieder Verlass. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Unaufhaltsam. Viel mit Auge. Neymar. Mbappé. Elfer für PSG. Elfmeter als Strafe genug. Der Schiedsrichter bewertet so, ne? Ich persönlich finde das ja gut, dass er ihn drauf lässt. Aber ob das wirklich regelkonform ist? Kurz ausgeführt. Ballverlust PSG. Sie machen Druck. Da der Platz, jetzt die Flanke. Neymar, klasse gemacht. Und jetzt die Chance. Sehr gut. Es gibt noch einen Elfmeter. Unbeherrscht, naiv, übermotiviert. Ich weiß nicht, warum sie hier so reingehen. Das müssen sie schleunigst abstellen. Es gibt den Elfer. Und auch noch rot. Das ist doppelt bitter. Sie verwandeln diesen Elfer. Den Elfer hat er ganz cool verwandelt. Kein Problem für Neymar, da lässt er dem Keeper keine Chance. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Ja, völlig richtig. Leon Goretzka verlässt den Platz und Jerome Boateng kommt rein. Er soll für Ruhe sorgen. Und jetzt haben wir hier noch einen Treffer. Mittlerweile steht es 5:2. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Nun, Thiago. Jetzt können sie vielleicht kontern. Pass auf Lewandowski. Er versucht's. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Gibt Vorteil für PSG. Ach, viel Pech. Nur der Arno-Treffer. Eine gute Aktion, wird aber nicht. Ferrati, klasse Aktion. Di Maria, den muss er machen. Und Tor. Paris Saint-Germain macht das Ding rein. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr. Also den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Alter, machen Sie es ihm aber auch wirklich leicht. Und er sagt Dankeschön. An so einem Spiel haben wir ganz viel Freude. Die Trainer eher weniger, denn defensiv ist da von beiden
nicht viel dabei heute. Schöner Spielaufbau jetzt. Lewandowski. Klasse Aktion, Lewandowski. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Gut durchgesetzt, gefährlich. Wir gehen jetzt auf Abseitsfalle. Das kann ein sehr... Mbappé! Tor, da ist es. Und man spürt, jetzt wollen sie mehr. Die haben noch nicht genug. Doppelschlag. Noch sind sie hinten, aber wie lange noch? Und jetzt sehen wir hier wieder ein richtiges Fußballspiel. Das war der Anschlusstreffer. Sie sind zurück im Geschäft. Es ist ihnen alles zuzutrauen. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Unglaublich, was hier heute passiert. Beide Teams haben vorne einen Sahnetag erwischt. Über die Defensive reden wir aber besser nicht. Gute Chance für eine Flanke. Gehalten von Havertz, so gefährlich. Jetzt Neymar am Ball. Mbappé. Oh, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Könnte der Ausgleich sein. Ein fantastischer Treffer. Wahnsinn. Die waren schon weg vom Fenster. 4 Tore Rückstand. Und jetzt, wir haben den Ausgleich. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Eine rassige Partie, viele Tore um Szenen, unglaublich gut zu gucken. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Und jetzt Coutinho. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab, das war wichtig. So, Ballbesitz jetzt. Weiter mit Einwurf für Paris Saint-Germain. Nur Marquinhos, Gueye, Marco Verratti, Bernat, Ball kommt rein, Ball kommt an, gefährlich, was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor, was für eine Rettungstat. Da haben sie den Ball, gut gemacht. 4 Minuten bleiben hier noch. Der FC Bayern wieder am Ball. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Coman, Chance zur Führung. Oh, da trifft er die Latte. Ballverlust PSG. Gnabry. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es nicht gefährlich werden. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Kimmich führt aus. Der Keeper hält und rettet damit zumindest das Remis. Spiel ist gleich aus und viele Chancen wird es hier nicht mehr geben. Sie brauchen jetzt ein Tor, aber nicht so. Der Verteidiger kann den Pass unterbinden. Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Nur noch wenige Momente zu spielen und die Bayern spielen nochmal nach vorne. Sieht gefährlich aus. Da pfeift er ihnen die Torchance weg. Die Fahne ist oben. Abseits. Im Zweifel für den Angreifer. War auf jeden Fall ganz knapp. Vielleicht hätte man sogar weiterlaufen lassen können. Es bleibt beim Unentschieden. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Mit einem Remis steigen sie in die neue Saison ein. Kein optimaler.